Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch. Wir haben herausgefunden, dass wir nach Portugal gehen können. Ich muss hier das P etwas besser aussprechen, dass ich nicht hier zu sehr in das Mikrofon rein schieße oder was auch immer. Ich habe ja immer noch nicht diesen Schutz. Naja, wir müssen jetzt erstmal nach Portugal. Dann gehen wir da mal schnell hin, ne? Schön. Ich habe leider kein Geld dabei, deswegen muss ich mich irgendwie vorbeischleichen. Das haben wir da ja drinnen schon. Sitzen zwei Kassierer, die gespannt auf den Fernseher schauen. Ja, das kennen wir ja schon alles eh. Jetzt geht's nach Frankreich. Pass mal auf, jetzt ist bestimmt gleich wieder das. Oh, wie laut! Ah. Portugal, nicht weit von Tomar. Ach schön. Das ist ja interessant. Finde ich gut, also muss ich jetzt mal sagen. Finde ich sehr fein, finde ich sehr interessant hier alles. Vor allem, was wir hier alles anschauen können. Besenstiel, das ist auch. Dafür sind wir extra hergereist. Warum nicht? Kann man immer mal wieder gebrauchen. Ja. Portugal. Aha. Ich möchte noch keine Souvenirs kaufen. Vielleicht später. Guten Tag. Ja? Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber ich habe es wieder vergessen. Ach, Sie würden mir nicht zufällig ein Päckchen Pralinen umsonst geben, weil ich so nett frage. Was nehmen Sie sich eigentlich heraus, hä? Verschwinden Sie, wenn Sie nichts kaufen wollen. Ja, man kann ja mal fragen, ne? Kann ich die Pralinen vielleicht mit meiner Kreditkarte bezahlen? Haben Sie eine Mastercard? Nein, nur American Express. Können Sie nicht das Schild lesen? Da steht mit großen Buchstaben drauf, nur Mastercard. Und jetzt vertreiben Sie mir nicht meine Kunden, indem Sie hier so herumlungern. Mister, Sie könnten eine Spur freundlicher sein. Ja, sehr viele Kunden sind hier anwesend. Sie interessieren sich nicht zufällig für den Brunnen und die dortigen Arbeiten? Ach, nicht besonders. Was soll an einem Brunnen schon interessant sein? Na, hören Sie mal, darin könnte sich der vielleicht größte Schatz der Tempelritter befinden. Tempel... was? Ritter! Tempelritter! Tempelritter! Was sind das für Leute? Haben Sie im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst? Ich war nie in der Schule. Ja. Seit wann verkaufen Sie hier schon? Seit dieser verrückte Professor da drüben glaubt, einen Schatz oder sowas ähnliches finden zu können. Das wäre doch möglich, oder? Der findet doch gar nichts. Ich habe ihm vor 2 Wochen gesagt, dass ich meine Armbanduhr irgendwo in der Nähe des Brunnens verloren habe und ihn gebeten, die Augen offen zu halten. Haben Sie sie wieder? Ja und nein. Damals fand ich sie in der Nähe des Brunnens wieder. Doch inzwischen ist sie wieder weg. Mein Gott, können Sie nicht auf Ihre Sachen aufpassen? Wenn man ständig seinen Laden im Auge behalten muss, weil irgendwelche Bengel sich an den Souvenirs zu schaffen machen wollen, ist das eben nicht leicht. Ich habe mir sogar Löcher in die Zeitungen geschnitten, damit ich das Umfeld besser im Auge habe und die Kerle denken, ich würde vom Zeitunglesen abgelenkt sein. Und, ist Ihnen schon einer ins Netz gegangen? Allerdings. Ich habe den Bengel da drüben beim Versuch, einen meiner besten Schokoriegel zu stehlen, erwischt und ihm kräftig den Hintern versohlt. Vielleicht finde ich ja Ihre Uhr. Wenn Sie danach suchen wollen? Ich habe bereits vor einigen Tagen aufgehört, diese verflixte Uhr zu suchen. Aha. Sehr schön. Was haben wir hier? Es ist eine Art Wissenschaftsmagazin. Titelthema Knochenfund in Israel. Klingt ziemlich interessant. Es ist eine Art Wissen-Titelthema. Sieht aus wie ein kaputter Besen. Es ist nur noch der Stiel dran. Sieht aus wie eine Spitzhacke hier vorne.
Schokolade. Was nehmen Sie sich eigentlich heraus, hä? Verschwinden Sie, wenn Sie nichts kaufen wollen. Ach so. Ich möchte noch keine Souvenirs kaufen. Vielleicht später. Also das hier ist alles dasselbe dann eben. Gut. Und den Jungen fragen wir jetzt auch mal. Müssen ja alles mitnehmen. Hey, du da. Wer, ich? Ja, du. Hast du mal kurz Zeit für mich? Was macht so jemand wie du an einem Ort wie diesem? Ich lebe hier, Sir. Hier auf der Straße. In der Natur. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich verdiene mein Geld nur mit Schuhputzen, Betteln und Stehlen. Na, wie ich. Nur, dass ich das auf YouTube mache. Ja, ja. Armbanduhr, die... Also, das ist ja jetzt nicht so schwer, die da zu finden. Sieht diese Armbanduhr gar nicht mal so billig aus. Einige Gravuren sind zu erkennen. Il Akel Kalb. Den Spruch kenne ich doch irgendwoher. Eine billig aussehende Armbanduhr. Gerade hat er gesagt, die sieht gar nicht mal so billig aus. Können wir vielleicht versteigern auf eBay. Hi, ich bin es nochmal. Ja? Ja, ist okay. Ich habe Ihre Armbanduhr gefunden. Danke. Und was bekomme ich sozusagen als Finderlohn? Sie erwarten einen Finderlohn? Also jetzt hören Sie mir mal zu. Sie bitten mich darum, Ihre Uhr zu suchen, was ich dann auch tue und dadurch wertvolle Zeit meines Lebens für Sie opfere und dann gewähren Sie mir noch nicht einmal einen Finderlohn? Also schön. Hier haben Sie einen Schlüsselanhänger. Entschuldigen Sie mein unfreundliches Auftreten. Jetzt ist gut. Ja, so da. Der Abstand zum Boden beträgt etwa 4 Meter. Also, sehr gut zum Springen. Der Junge erinnert mich irgendwie an Maguire. Was aus dem wohl geworden ist? Hier müssen wir das auch nochmal machen. Rechte Maustaste. Unglaublich. Der Verkäufer hat in seine Zeitung 2 Löcher hineingeschnitten, um den Stand besser im Auge zu behalten. Ja. Das wissen wir schon. Das ist der Brunnen. Ja, das ist ein Brunnen. Fragen wir aber mal den Archäologen. Hallo, mein Name ist George. Oh, Verzeihung, Sie haben mich etwas erschreckt. Bom dia, mein Name ist Professor Aruda. Wunderschönen guten Tag. Was tun Sie da bei dem Brunnen? Das ist doch kein Brunnen, das ist eine jahrhundertealte Zisterne. Zisterne? Was ist das? Heilige Mutter, das ist ein unterirdischer Auffangbehälter für Regenwasser. Aha, und was tun Sie da bei der Zisterne? Ich blicke hinein. Das sehe ich, aber warum? Ich bin Archäologe und ich darf sagen, dass ich einer ganz großen Entdeckung auf der Spur bin. Und um was handelt es sich dabei? Sie interessieren sich wirklich für Geschichte? Vor etwas über einem Jahr habe ich mich das auch gefragt. Aber dann kam die Sache mit diesen verrückten Templern, die... Sie scheinen wirklich Interesse an Geschichte zu haben. Haben Sie etwas Zeit? Dann erzähle ich Ihnen, wie das von Anfang an war. Klar. Ich habe jetzt noch 10 Minuten Zeit. Also, wie Sie vielleicht wissen, war Portugal seit jeher das Paradies der Tempelritter. Es war neben Frankreich das erste Land in Europa, in dem der Orden nach seiner Gründung 1119 in Jerusalem Fuß fasste. 1128 bekamen sie von der damaligen Königin Tressa das Kastell von Sure geschenkt, das direkt an der Halbmondfront lag. Halbmondfront? Sie meinen die Front mit den Arabern? Mit den Mauren, ganz richtig.
Tressas Sohn und Nachfolger Alfonso, ein Templer, eroberte 1147 mit der Hilfe der Tempelritter die arabische Festung Lushbuna. Heute heißt sie Lissabon. Alfonso machte Portugal unabhängig und wurde der erste portugiesische König. Aus Dankbarkeit schenkte er dem Orden ein Gebiet im Herzen des Landes, wo die Templer diese Burg bauten. Der Meister des Templerordens war zu dieser Zeit Gualdin Paish oder Galdinus, wie er auch genannt wurde. Tomar wurde die militärische Schaltzentrale der Templer. Und weiter? 1291 fiel die letzte christliche Bastion im Heiligen Land und Europa gab den Templern die Schuld. Unheil braute sich über dem Orden zusammen. Ein verdeckter französischer Ermittler namens Esquieu erfuhr im Gefängnis von einem ausgestoßenen Templer, von deren satanischem Treiben und meldete dies dem französischen König Philipp IV.? Sie kennen die Geschichte? Zum Teil, aber machen Sie weiter. Nun, im Zentrum der Anklage stand ein mysteriöses Götzenbild mit drei Gesichtern namens Baphomet. Sind Sie sicher, dass Sie nicht lieber selbst weitererzählen wollen? Nein, aber den Teil mit Baphomet können Sie überspringen, den kenne ich schon zur Genüge. Auch, dass das Originalgötzenbild hier in Tomar sein soll? Nein, das ist mir neu. Fahren Sie fort. Diese Information stammt aus einem Protokoll der Inquisition. Es wurde nie gefunden, aber in einem Raum in der Burg ist noch heute ein Baphomet-Bildnis. Es ist der Schlussstein zum Küchengewölbe. Wird er entfernt, stürzt die Decke und mit ihr alle darüber liegenden Stockwerke ein. Ich glaube, meine Mission könnte schwieriger werden, als ich sie zuerst eingeschätzt hatte. Es wird tatsächlich noch sehr interessant. Zurück zu den Templern. Nun, am Freitag, dem 13. Oktober 1307, ließ Philipp IV. Alle Templer in Frankreich verhaften. Auch in Spanien wandte man sich gegen die Templer, nachdem die arabische Bedrohung beseitigt worden war und die Templer nicht mehr von Nutzen waren. Die spanischen Templer flohen 1308 über den Tejo nach Portugal, in die Festung Almurol. Sie nahmen ihre Schätze mit und man vermutet, dass sie später hierher nach Tomar gebracht wurden. Aber wieso glaubten die Templer in Portugal sicher zu sein? Der portugiesische König Dinis hatte die Taten der Templer nicht vergessen und war ihnen dankbar. Er gewährte ihnen Schutz. Tatsächlich war er es, der zusammen mit dem Templermeister João Lourenço den Orden unter anderem Namen neu gründete. Als Orden der Christusritter lebten die Templer hier weiter. Selbst ihr Markenzeichen, das Rote Kreuz, behielten sie. Aber was ist jetzt mit der Zisterne? Welche Zisterne? Ach so, aber sicher, darauf komme ich jetzt. Diese Zisterne ist viel zu raffiniert gebaut, um einfach nur als Regentonne gedient zu haben. Ich vermute, dass die Templer hier etwas enorm Wichtiges versteckt haben. Moment, sagte er eben enorm wichtig? Meinte er vielleicht das Siegel, das ich suche? Erzählen Sie mir mehr darüber. Haben Sie schon nähere Details? Irgendwelche Vermutungen, was es sein könnte? Wer weiß das schon? Vielleicht das Siegel der Templer, welches bei der Auslöschung des Ordens verschwand. Vielleicht das fünfte Evangelium, das Christus eigenhändig schrieb und das so wie der Heilige Gral im Besitz der Templer gewesen sein soll. Das Siegel, die Rückkehr der Templer. Genau, die Zeit der Wiedergeburt, die Stunde der Rache, die Entstehung des neuen Imperiums. Und das mit Hilfe eines einzigen Siegels? Wie hätten die Templer das anstellen sollen, Professor? Die Frage sollte lauten, wie können die Templer das anstellen? Können? Ja, George, können. Nach der Ausrottung des Templerordens verschwand das Siegel spurlos. Philipp der Schöne ließ hunderte seiner Soldaten nach dem absoluten Wahrzeichen des Ritterordens suchen, denn er wusste genau, welche Macht dieses Siegel besaß und der Legende nach bis heute immer noch besitzt. Welche Macht? Sie haben wohl nicht zugehört, George. Die Macht der Rückkehr. Wollen Sie mir damit sagen, dass dieses Siegel mystische Kräfte hat? Seien Sie nicht dumm, George. Das Siegel an sich nicht. Aber ich vermute, dass es eine Art Mechanismus auslösen kann, durch dessen Aktivierung sich Einsteins Theorie der Raumkrümmung bestätigen könnte. Ich verstehe nicht genau, welche Rolle spielt Einsteins Theorie dabei? Durch die Krümmung des Raumes ist es möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Und warum ist bislang noch kein Mensch in die Vergangenheit gereist? Woher wollen Sie das wissen? Wollen Sie damit... Nein, nein. Ich wollte damit nur andeuten, dass man sich seiner Sache nie sicher sein kann, George. Merken Sie sich das. Glauben Sie denn daran, dass Menschen bereits in die Vergangenheit gereist sind?
Bislang jedenfalls nicht, denn keine Maschine der Welt ist imstande, dieses Tor aufrechtzuerhalten. Die Energie dieses Gravitationsfeldes zerfällt in wenigen Millisekunden und damit auch das Tor. Also brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, korrekt? Das habe ich nicht gesagt. Fakt ist, dass es heutzutage Maschinen gibt, die das Gravitationsfeld für kurze Zeit öffnen können. Nur braucht man etwas, um es offen zu halten, es zu stabilisieren. Und hier kommt das Templer-Siegel ins Spiel. Wie kann ein einziges Siegel solche Energieströme stabilisieren? Es ist der Glaube, George. Millionen von Menschen sind im Glauben an dieses Wahrzeichen gestorben. Es hat so etwas wie eine eigene Kraft entwickelt, die stärker ist als das gesamte Gravitationsfeld und die das Tor somit offen hält. Das ist der mystische Teil bei der Sache. Die Templer brauchen dieses Siegel also, um dadurch das Gravitationsfeld zu stabilisieren und in die Vergangenheit zu reisen. Und was ergibt das für einen Sinn? Warum Zeit der Rückkehr? Schauen Sie, durch das Gravitationsfeld ist es möglich, durch die Zeit zu reisen. Allerdings nur eine bestimmte Zeit, 700 Jahre. Das leuchtet mir nicht ein. Denken Sie nach, George, denken Sie nach. Was jährt sich in 3 Tagen zum 700. Mal? Die Schlacht von Paris. Genau, die Schlacht von Paris am 10. Oktober 1303. Hunderttausende Templer starben vor den Toren der Stadt bei dem Versuch, den damaligen König zu stürzen, um so Frankreich zu beherrschen. Da Frankreich damals die Macht Europas war, ist es nicht auszudenken, wie das Europa von heute aussehen würde, wenn die Templer die Schlacht gewonnen hätten. Und jetzt? Wir müssen sie aufhalten. Die Neotempler werden versuchen, das Siegel an sich zu reißen und so einen Tag vor der Schlacht, also am 9. Oktober 2003, 700 Jahre in die Vergangenheit zu reisen. Dabei werden sie moderne Waffen mitnehmen, die Truppen zusätzlich durch ihre eigenen verstärken. Die Schlacht wäre ein Kinderspiel. Alles, was wir heute als moderne und demokratische Zivilisation kennen, würde von einem Moment auf den anderen aus unserem Gedächtnis verschwinden. Das vermute ich zumindest. Keiner hat nur die geringste Vorstellung, welche Auswirkungen eine Veränderung der Vergangenheit auf uns Menschen in der Gegenwart hätte. Das ist zwar jetzt keine spannende Folge, aber dafür sehr informationsreich und interessant. Warum eigentlich Rückkehr der Templer? Das dürfen Sie nicht so wörtlich nehmen. Mit Rückkehr ist vielmehr der symbolische Wert gemeint. Die Kultur der Templer, die durch den Eingriff in die Geschichte zurückkehren würde und auch wird, wenn wir sie nicht stoppen. Was ist, wenn sich da unten nicht das Siegel befindet? Dann steh uns Gott bei. Also, worauf warten wir noch? Lassen Sie uns reinklettern und nachsehen. Leider nein. Das portugiesische Kulturministerium hat Grabungsarbeiten verboten. Hä? Wieso das denn? Wer weiß. Aber jedenfalls darf ich dort nicht hinunter. Und Sie auch nicht. Und wenn Sie mal kurz einnicken würden und ein Ihnen völlig unbekannter Tourist fiele aus Versehen und sehr vorsichtig in dieses Loch und dort fände er... Vergessen Sie es, bei allem Forschergeist, ich werde mich an die Gesetze halten. Hier geht es aber um unsere Zukunft, Professor. Und Sie wollen sich an Gesetze halten? Die wird es bald nicht mehr geben, wenn Sie so weitermachen. Die Gesetze befolgen und anschließend getötet werden. Gibt es denn überhaupt nichts, was Sie dazu bringen könnte, den Brunnen zu verlassen? Ich fürchte, nein. Verdammt. Können Sie mir noch eine Frage beantworten? Sicher. Welche Rolle spielt dann der Prinz von Xihang? Ich habe Beweise, dass die Templer damals mit dem chinesischen Hofadel in Verbindung standen. Das stimmt. Jacques Dumoulin bat Prinz Dorimacha II. Um 100.000 Soldaten seines Hofes, um so die Schlacht zu gewinnen. Und hätte er sie bekommen, wäre die Schlacht siegreich, wenn auch blutig, gewonnen worden. Er hat sie nicht bekommen? Nein, der Prinz hatte Zweifel an der Loyalität Dumoulins und ließ ihn nach langen, nervenaufreibenden Verhandlungen wie eine heiße Kartoffel fallen. Dumoulin schwor damals Rache, doch es kam anders. Ich vermute, dass die heutigen Tempelritter sich am Hofadel für den damaligen Verrat, denn als solcher wurde es betrachtet, rächen wollen. Nur weiß man bis heute nicht genau, wo sich der Kern des Hofadels aufhält. Okay, ich sehe mich dann mal weiter um. Si, fage favor. So, und ich finde, das war diese Folge eine sehr informationsreiche, sehr schön gemacht, also sehr schöne Folge eigentlich, auch wenn wir jetzt nicht sehr viel, wenn ich jetzt nicht sehr viel quatschen konnte oder machen konnte, aber ich fand es doch sehr interessant für das Spiel.
der Storyline. Alles klar, ich muss jetzt ja schon mal eine Aufnahmepause, weil es denn gleich auf einen Geburtstag geht, bei mir, in der Familie. Also, ne, muss ich jetzt eine Aufnahmepause machen und ich denke, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich speichere jetzt nochmal schnell. So, sehr gut. Alles klar, also dann, tschüss, ne?